Dieses Video richtet sich an alle, die die Kleinunternehmerregelung anwenden möchten oder bereits schon Kleinunternehmer sind und möchten zu der normalen Regelbesteuerung wechseln. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, die Selbstständigkeit, Motivation, Investitionen und vieles mehr, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Vorab dazu zu sagen ist, ich bin kein Steuerberater und kann diesen auch nicht ersetzen und dementsprechend kann ich dich auch und darf ich dich nicht beraten. Deshalb, wenn du wirklich hundertprozentige Informationen haben möchtest, dann wende dich bitte an einen Steuerberater, nur der darf das machen. Nun hast du irgendwo schon mal gehört, dass die meisten, die sich selbstständig machen bzw. irgendwie online was verkaufen möchten, wenden die Kleinunternehmerregelung an. Ja, aber davor brauchst du erstmal ein Gewerbe. Wie du ein Gewerbe anmeldest und alles, was damit in Verbindung steht, erfährst du in einem Video, was ich bereits schon erstellt habe und blende es dir hier oben ein. Ansonsten, wenn du schon ein Gewerbe hast und möchtest jetzt die Kleinunternehmerregelung anwenden, dann allgemeine Informationen dazu. Ab 2020 ist die Regel so, dass wenn du nicht über 22.000 Euro in einem ganzen Kalenderjahr kommst und voraussichtlich im Folgejahr nicht über 50.000 Euro kommst, dann darfst du die Kleinunternehmerregelung anwenden und hast gewisse Vor-, aber auch Nachteile. Welche Vorteile hast du? Du musst auf deinen Rechnungen keine Umsatzsteuer ausführen. Das heißt, die 19% Mehrwertsteuer werden bei dir auf den Rechnungen als 0% angegeben. Der Nachteil ist aber auch, wenn du Waren einkaufst, Material einkaufst oder irgendwelche Dinge für dein Unternehmen, dann darfst du auch von den Rechnungen, die du bekommst, die Vorsteuer, also die 19% Mehrwertsteuer, nicht vom Finanzamt zurückkriegen. Ein weiterer Vorteil ist für die Kleinunternehmerregelung, du musst keinen Steuerberater haben. Du kannst die volle Steuerberatung ersetzen, indem du eine Einnahmeüberschussrechnung machst und diese bei deiner Steuererklärung abgibst. Eine Einnahmeüberschussrechnung, abgekürzt EÜR, findest du Informationen im Internet dazu. Das ist ganz einfach gesagt, deine Einnahmen stellst du gegenüber deinen Kosten und am Ende siehst du, ob du ein Plus oder ein Minus hast. Das gibst du, wie gesagt, bei deiner Steuererklärung ab und somit wird das mit berücksichtigt. Eine weitere Sache ist, die du beachten musst, auf deinen Rechnungen, die du ausstellst, darf keine Umsatzsteuer ausgeführt werden. Und es muss ein Hinweistext dazu stehen, dass es eine Kleinunternehmerregelung ist, beziehungsweise nach § 19. Dazu werde ich dir unten in der Beschreibung den genauen Infotext dazu zur Verfügung stellen. Nun ist es so, wenn du Kleinunternehmerregelung angewendet hast und hast in einem ganzen Kalenderjahr mehr als 22.000 Euro erwirtschaftet, dann bist du automatisch verpflichtet, im Folgejahr, also sprich ab dem 1.1. umsatzsteuerpflichtig zu werden. Das heißt, du musst auf deinen Rechnungen die Umsatzsteuer angeben und diese ans Finanzamt abführen. Genauso musst du auch eine Vorsteueranmeldung machen und das Ganze wird auch monatlich, quartalweise, halbjährlich oder jährlich gemacht. Das entscheidet im Grunde genommen der Umsatz, den du gehabt hast und das Finanzamt legt das fest. Das kannst du selbst machen, jedoch würde ich das Ganze an einen Steuerberater geben, denn das wird dann teilweise schon sehr umfangreich, zumal du sehr viele Dinge nicht wissen kannst und da ein Steuerberater immer besser ist. Auch hast du die Möglichkeit, während eines Kalenderjahres, also zwischendurch einfach zu sagen, ich möchte nun von der Kleinunternehmerregelung zum normalen Umsatzsteuerpflichtigen wechseln. Warum würde man das beispielsweise machen, wenn man zum Beispiel plant, irgendwelche größeren Anschaffungen zu machen? Und es ist so, wenn du Kleinunternehmer bist, haben wir ja schon gesagt, darfst du keine Vorsteuer vom Finanzamt wiederbekommen. Das heißt, die Rechnungen, die dir als Eingangsrechnungen gestellt werden, darfst du nicht die Mehrwertsteuer zurückbekommen vom Finanzamt. Planst du aber nun größere Anschaffungen zu machen, wie zum Beispiel Maschinen oder irgendwelche Materialien, die du für dein Unternehmen brauchst,
und die beispielsweise jetzt 10.000 Euro sind, dann ist es durchaus sinnvoll, da wirklich umsatzsteuerpflichtig zu werden, um da die 19% Mehrwertsteuer vom Finanzamt wiederzubekommen für diese Dinge und für diese Anschaffungen. Und deshalb darfst du auch mitten im Jahr den Wechsel vom Kleinunternehmer zum Umsatzsteuerpflichtigen machen. Das Ganze wird dann durch einen Steuerberater auch gemacht, der für dich das Ganze dann beim Finanzamt anmeldet. So viel zu der Kleinunternehmerregelung. Hast du nun weitere Fragen, dann darfst du die gerne unten in die Kommentare stellen. Hast du noch Anmerkungen oder habe ich etwas nicht berücksichtigt oder vergessen, dann freue ich mich, wenn du mir dazu auch noch eine Info gibst. Ich freue mich, wenn dir das Video weitergeholfen hat und würde mich freuen, wenn du mir dazu dann einen Daumen hoch gibst. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das jetzt. Drücke auf das Glockensymbol, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Verkaufen und bei deinem Unternehmertum. Bis zum nächsten Video, alles Gute, ciao.